natürlich hoffen wir immer, das ist jetzt vorbei und haben das so in der Hinrunde immer gedacht, ja, jetzt ist dieser Punkt X, wo es nicht mehr tiefer geht. Oft mussten wir feststellen, dass das ja doch ein bisschen tiefer ging, leider. Aber all das ist nicht mehr zu ändern. Und als Mensch sehe ich das jetzt als eine riesengroße Herausforderung. Also es könnte wirklich kaum schlimmer sein. Und wir können jetzt nochmal was Großartiges schaffen. Wir haben als Mannschaft auch immer gesagt, und ich glaube, jeder sieht das tatsächlich auch so, dass er der richtige Trainer für uns ist, was er sagt. Das nehmen wir noch immer als die Wahrheit und als auch unseren Plan. Wir haben da keine Seitenpläne nur für uns und arbeiten gegen den Trainer. Das ist zum Glück nicht so, sondern auch in der Krisenphase, in der wir uns befinden, schon seit mehreren Monaten, haben wir immer am Trainer festgehalten, weil wir davon überzeugt sind, dass das der richtige Plan ist. Wir müssen es eben nur noch besser auf den Platz bringen. Ehrlich gesagt, wir hoffen alle, dass die Jungs bleiben. Wir wollen natürlich nie, dass jemand geht, aber wenn jemand gehen möchte, bitteschön, es ist Fußball, wir haben alle nur eine begrenzte Zeit, ja, in diesem Geschäft. Danach ist man leider nicht mehr fähig. Ja. Ich glaube, es wird auch immer jünger. Also ich mache mir auch schon so langsam Angst. Jetzt bin ich 26 geworden. Und wenn ich noch 6 Jahre kicken könnte, wäre es richtig cool. Aber es gehört zum Fußball dazu, dass man auch mal einen Verein wechselt.